Junge! Der hat alle meine Sachen jetzt genommen. Na toll. Ey, Digga, ich dreh gleich durch, Mann! Jetzt ist es raus. No, dein Haus sieht aus wie ein Edeka. So, mir reicht's jetzt. Ich mache jetzt ein ganzes Haus kaputt. Wir bauen dann, würde ich sagen, einen Leuchtturm. Einen Leuchtturm, und ja, kann man machen. Genau. Wo wohnst du nochmal? Ja, du musst eigentlich nach Westen nur. Alter, wer... Boah, Zinus, Junge. What the f***? Wie geil sieht das denn aus? Boah, hier kann ich bestimmt eine Menge klauen. Alter! Ey, Zinus baut ja richtig krank. Der baut so Fantasy-mäßig. Boah, da hätte ich mich auch... Mann, eigentlich muss ich mit solchen Leuten eher spielen. Aber Zinus ist schon krass hier. Der hat hier noch eine Church hingebaut. Ich muss nach Westen, ne? Alter, ist das hier eine große Wand. Boah, Junge, ist die hoch. Hey, wie geil, hier ist der Block, den ich brauche. Wie chillig. Gut, wo wohnt Paplatte? Ja, da müssen wir ein bisschen, ja, in die Richtung, ein bisschen nach links. Ah, hier. Ach, ist doch chillig. Hier ist so eine schöne Insel drüber. Ja, mega. Das ist doch geil. Das ist doch mega geil. Dann kommt da einfach ein Leuchtturm drauf. Also Kevin hat diese Kuppel auch maximal Scheiße gebaut, oder? Ja, es ist halt mehr so Pyramide als Kuppel, aber... Und damit ist er jetzt fertig und das war's jetzt für ihn, oder wie? Hier bei CraftTech? Ja, er muss ja noch ein bisschen reacten, weißt du. Und das kann man ja nicht in Minecraft. Ja, ist halt ganz geil. Wir können halt hier direkt auf diesem komischen Glasding direkt so die Insel aufbauen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll nett, dass er so Plattformen für uns gebaut hat. Eigentlich. Ja, richtig, genau. Ich glaube, der hat ja eh gesagt, dass er sich freuen würde. Man könnte ja dann auch einen Tunnel einfach bei ihm unten reinbauen. Weißt du, was ich meine von der Insel? Dass man halt bei ihm ins Haus rein kann dann direkt. Dann können wir das ja so verbinden. Größer? Nee, Leute, das darf nicht größer werden. Der darf nicht größer werden. Der wurde nur sehr, sehr hoch. Das ist ein richtig krasser Leuchtturm. Leute, das wird der krasseste Leuchtturm in ganz CraftTech, wirklich. Ich glaube, es hat auch noch nie jemand einen Leuchtturm so krass gebaut. Das Geile ist, der ist vollkommen anzündbar. Der brennt einfach weg. Ja, wenn mir die Wolle ausgeht, kann ich einfach zu so Knochenblöcken wechseln, oder? Ist ja, ja eigentlich nicht schlimm. Ist ja, wird er sicherlich keinen stören, glaube ich. Das wird der beste Prank an Papa Platte. Weißt du warum? Sag. Weil der niemals mitbekommen wird, dass es passiert ist. Der wird niemals online gehen. Der wird niemals mehr online gehen. Der sieht das und sagt, alright, Chat, ich bin raus. Das war's komplett. Warte, ich gehe mal kurz von unten gucken. Ich finde den schon geil, den Leuchtturm. Ja, der hat irgendwas. Sowas gab es halt noch nie geschafft. Ja, keine Fenster. Meinst du, Basti GRG wird sauer auf dich sein? Nee, ne? Nein, ich habe noch schon viel Schlimmeres gemacht. Was denn? Okay, hier und Knochen. Das möchte ich jetzt nicht ansprechen. Okay. Alter, Knochen machen so einen ekligen Sound. Xylophongeräusche. Findest du denn nicht nice? Das ist eigentlich richtig satisfying. Ich muss den nochmal laut machen, warte. Trimix. Nee, finde ich scheiße. Lass mir jetzt ein bisschen Schnee machen. Warte, ich mache jetzt noch was Wolle. Und dann machen wir gleich Schnee. Guck mal, was ich hier gemacht habe. Guck mal, siehst du das? Das mittendrin ist einfach ein Fehler. Das ist so geil. Wenn man sich das anguckt, wird man so sauer. Man wird so sauer, Alter. Oh, oh, oh. Junge, ich bin der beste Minecraft-Spieler der Welt. Imagine, ich mach das hauptberuflich und ich bin so No joke einfach. Alles, was mich ausmacht, ist einfach, dass ich zuerst da gewesen bin mit Minecraft. Nichts anderes. Hast du ein Sapling? Am besten so ein Dark Oakwood. Ich flieg mal kurz rüber und guck mir den Turm an. Wie mittendrin auf dieser Melonen-Golem steht mit dem Cobblestone. Ja. Ach, Digga, ich bin so behindert. Ich dachte gerade, dass es geht. Ja, aber das sieht gut aus. Digga, Mann, Jeter baut Honigblöcke in mein Haus. Jeter macht Bienenstöcke in mein Haus, der soll das lassen. Ey, no joke, das sieht so chillig aus, Leute, oder? Hey, Norman, der baut meinen Wald ab. Hä, wer baut deinen Wald ab? Junge, what the f***? Komm mal her, schnell. Das ist nicht okay. Junge, lass es! Mann, der macht hier alles kaputt. Vor allem, wer ist er eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Der ist irgendwie seit gestern auf einmal da. Lass es! Junge, guck mal, ich hab hier einen Wald gebaut. What the fuck? Die Natur erhält Einzug. Au. Ready? Ja. Du kannst jetzt die ganze Zeit hier anfangen rumzunerven. Ich werde mir das nehmen, ne, den Bereich. Hey, welchen Bereich denn? Deswegen habe ich hier auch angefangen schon mit dem Flügel, wo die ganzen Villager sind. Weil hier soll der Trade Post hin. Alter, nein! Doch!
Kevin, nein! Du hast einfach dein Wald hier hingebaut. Junge, das sagst du mir jetzt, nachdem ich hier... Nein! Das ist alles von Reeves Grundstück noch. Bist du dumm? Nein, nein. Der ihr Grundstück war nicht bis hierhin. Der bis ihr Grundstück war mein ist... Grundstück. Bis wo? Bis hier. Nein! Hier war mein Grundstück. Zurück! Hey. Zurück! Weiter zurück! Pass zurück. Auf! Nein! Hier was? Hinten ja. steht sogar noch ein Schild von mir. Das ist... Da, wo ist hier was? Hier hinten steht eine Blume von mir. So. Rivi, ich werde mir das nehmen, ne? Nein! Das ist mir egal. Wirst da du nicht. Da kannst du auch drei noch von deinen Leuten dazu holen. Das interessiert mich. Das sind nicht meine Leute. Kevin, guck mal. Dein Haus ist... Mann, dein Haus sieht aus wie ein Edeka, du Penner. Jetzt ist es raus. Ja, dein Haus sieht aus wie ein Edeka. Dein Haus sieht aus... und 10 Omas drinne gestorben sind. Das ist ja, weil es Denkmalschutz ist und dein Haus sieht aus wie ein Edeka. Du mit deiner hässlichen Stadt der Träume da hinten, ey. Hau! Die Natur erhält Einzug. Der schlägt hier den Wald. Lass es doch jetzt bitte. Nee, wie gesagt, du kannst da jetzt die ganze Zeit rumstressen. Wenn du das nächste Mal online kommst, steht hier mein Haus. Nein, steht es nicht, dann baue ich es ab. Bis hierhin. Ich gebe dir schon ein Stück mehr, als ich eigentlich müsste. Okay, Kevin, ich gebe dir bis hier. Warte bis hierhin, okay? Nein, ich will das Stück hier. Bis zu diesem Baum hier, das hier. Bis hier. Hier das Stück. Oh, Entschuldigung. Bis hier. Okay, Jungs, werdet euch einig über die Grundstücksgrenzen. Danke. Okay, ciao. Ja gut, das reicht mir. Okay, ich muss... Das Stück will ich haben. Oh, Och Mann, was denn jetzt schon wieder los? So, Revi. Ich hab... Was denn? Och Mann, jetzt hab ich schon wieder Streit mit irgendeinem. Wie das wohl passiert ist? Och Mann, ich hab wirklich nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Klim, du warst dabei. Du bist eine Marmelade da gebaut. Das ist keine Marmelade, das ist eine Palisade. Junge! So. Ey, Digga, ich dreh gleich durch, Mann! Bro, what the fuck? Ja. Digga, ey, G-Tank, wir nochmal zurück ins... Sollen wir dann nochmal zurück ins Hauptquartier und die mal ihre Probleme noch regeln müssen? Norman, hilf, ich bin tot. Ja. Ich hab alle meine Sachen jetzt, Norman, na toll. Das ist eher schlecht. So, mir reicht's jetzt. Ich mache jetzt ein ganzes Haus kaputt. Revi? Gib die Sachen jetzt wieder. Ich hab dich gewarnt, Junge. Digga, das ist noch mein Grundstück. Das ist mein Grundstück. Ich baue eine Palisade. Ey, du kannst auch die Leier abziehen. Du beendest das Projekt nur, um deine Zuschauer gegen mich zu hetzen. Du fängst an hier ohne Grund. Hä? Wir haben das vorhin geregelt. Du fängst an hier mit Absicht, irgendwelche Kürbisse um mein Haus zu bauen. Das war ich nicht mal, du Affe. Dann fängst du an, hier diese Mauer zu ziehen, um mich abzufacken. Bro, ich baue das. Die wirklich, weil ich einfach mein... Ich baue jetzt hier. Du f***st mich die ganze Zeit ab. Dein Haus sieht aus wie ein Edeka voller p***, Alter. Dein Haus sieht aus, als würde er riechen, Kevin. So sieht dein Haus aus. Ich werde jetzt hier das größte und hässlichste Gebäude bauen. Das hast du schon getan, du f***. Ich werde hier so einen hässlichen Turm hinbauen und du wirst dann nichts machen dürfen. Kevin, ich darf eine Palisade um mein Grundstück herumziehen. Das stört dich doch nicht. Ich wollte wirklich nur meinen Wald abstecken. Ich baue jetzt hier eine Palisade drumherum und das mit den Dingern da, das war ich nicht, sondern das war Norman. Ja, weil du dem das wahrscheinlich befohlen hast. Nein, war ich wirklich nicht, Digga. Ich schwöre, er hat es von alleine gemacht. Ich wusste davon nichts, wirklich. Nein, es ist mir scheißegal, Revi. Ohne ja, Witz, Bro, Alter. Was kann ich denn dafür, Alter? What the f***? Ich sag dir das. Ich werde jetzt anfangen, hier nur noch bauen. Da bist du dich ab darüber. Und ich weiß, dass sich das aufregt. Aber aus welchem Grund? Das mit der Mauer ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, weil du die ganze Zeit rumzunerven mit deiner komischen Palisade und allem. Bro, das ist doch mein gutes Recht, mein Grundstück einzuzäunen. Nein, ich werde jetzt dein Grundstück. Du hast dich hier immer weiter größer gemacht. Ja, weil du nichts gebaut hast und du hast die ganze Zeit nichts dagegen gesagt, du Affe. Nee. Ich hab doch gar nichts gemacht. Vor allen Dingen hier auch alles mit Stein und so einer Scheiße. Das war Norman, Alter. Gib mir meine Sachen wieder, G-Time. Nein, meine komplette Rüstung. Erst werdet ihr beide alles hier richtig machen. Was machen wir denn falsch? Legit, Bro, ich baue auf meinem Grundstück die Mauer. Nein, den ganzen Stein werdet ihr wieder zu Dirt zurückmachen. Und ich weiß auch nicht, warum, der Boden ich weiß auch nicht, warum ihr das gemacht habt. Das war ich nicht mal, du Affe. Ja. Bro, Digga, ich nehme jetzt einfach mein ganzes TNT und jag deine Müllhütte da in die Luft, Alter, wirklich. Ja, dann jage ich auch deine Müllhütte. Ja, dann mach das doch, Alter, dann mach das doch und dann f*** dich ins Knie, dann gehe ich irgendwo anders hin und baue da weiter, Alter. Das ist mir egal, ist mir auch egal, dann mach das. Das ist einfach nur schwachsinnig, Junge. Ja, nein, das, was du machst, Bro, ich baue hier einen vernünftigen Wald. Vor allen Dingen, das stört mich. Du läufst im Internet rum, denkst, du bist hier der Coolste und Größte und kannst die Klappe aufmachen und selber kriegst ich du nicht. Ich bin der Coolste und Größte. Ja. Ich bin 1,86. Ja, dann melde ich mal bei mir, wenn du irgendwann mal Belasa online bringst. Tschüss. Das ist deutlich über dem Durchschnitt. Das ist deutlich... Oh, der ist wirklich getriggert, der Junge.